Ich möchte Sie ein wenig in meine Ausstellung einführen, der Name Der gewollte Zufall. Ja, möchte Sie herzlich willkommen heißen. Ja, und Sie haben schon gemerkt, also so ein Thema hat die Künstlerin nicht verfolgt. Also ich bin durch verschiedene Phasen immer wieder gelaufen, was mich interessiert hat und mich inspiriert der Reiz an etwas. Angefangen hat es, ich habe es ein bisschen chronologisch gehängt, mit der Zeichnung. Und bei der Zeichnung, also man meint ja immer, Künstler sind inspiriert erstmal von der Farbe. Das war bei mir nicht so, ich bin eigentlich inspiriert und begeistert von der Form. Von der Form etwas zu erfassen. Das ist in der Zeichnung ja ganz wichtig, dass man genau hinschaut, dass man eine Proportion erkennt, dass man eine Form erfasst und die dann umsetzt auf Papier mit Bleistift und Kreide. Und das war das Erste, dieses bisschen Perfekte, aber dann kam der freie Strich. Also erstmal dieses genaue Erfassen und dann eigentlich etwas, was man ausdrücken will, zum Beispiel diese Begegnung, diese Zeichnung mit wilden Strichen, einfach ein Thema rüberbringen zu wollen, indem man es einfach mit Strichen umgarnt und gar nicht jetzt konkret jetzt die Figuren perfekt zeichnen möchte, sondern einfach eine Situation, eine Begegnung darstellen. Also die Zeichnung, das war der Anfang, das ist auch schon etwas länger her, zum Teil sind die in der Oberstufe entstanden und auf einer privaten Malschule in Hamburg, wo ich herkomme. Und ja, also Sie sehen diese ganzen Bilder, das ist in mehreren Jahren Stück für Stück entstanden. Man sagt ja, wenn ein Bild verschiedene Gegensätze beinhaltet, klein, groß, hell, dunkel, wenig, viel, dann wird es interessant, dann ist es für den Betrachter inspirierend. Wenn Sie diese Gruppe von orange-gelben Bildern sehen, das war das Thema Feuer, Bewegung, Dynamik, Power. Und ja, manche können mit abstrakter Kunst nicht so viel anfangen. Es gibt da vor einem Künstler den Spruch, shut your eyes and see. Schließe die Augen und lass es auf euch wirken. Lass einfach die Farben, die Form, das, was... Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, was der Künstler immer damit sagen will, sondern was macht es mit Ihnen? Was macht das Bild mit Ihnen? Was drückt es für Sie aus? Ja, in den letzten 3 Jahren habe ich versucht, von der Gegenständlichkeit in die Abstraktion zu kommen. Und ich habe mir einfach ein Thema gesetzt, die Zelle. Das hängt hinten rechts. Ich habe mir gedacht, wenn man durch ein Mikroskop eine Zelle anschaut, dann ist es eigentlich was Abstraktes. Aber eigentlich ist es auch was Gegenständliches. Also es ist so auf der Schwelle. Und wenn man das vergrößert, dann hat man ein abstraktes Bild und es ist eigentlich trotzdem ein Gegenstand, eine Zelle. Und das war für mich vor 3 Jahren die Brücke zur Abstraktion. Fahnenbilder, das Braun vom Fahnen, Schwarz und Deckweiß, nur mit diesen 3 Elementen zu spielen. Da sind ungefähr 100 Arbeiten entstanden, alle verschieden, aber alle haben eigentlich nur Schwarz-Weiß und den braunen Faden. Und ich habe ein grafisches Element reingenommen, auch wieder dieses locker oder grafisch, manchmal Quadrate, manchmal einen festen Strich. Und ja, es ist eine Serie entstanden, was einen spielerischen Hintergrund hatte. Und man kann ja immer nicht sagen, wann ist so ein Bild fertig. Ne? Das entscheidet der Künstler immer, wenn er meint, Schönheit entsteht im Auge des Betrachters. Ja, jetzt ist es gut, jetzt ist es fertig für mich. Jemand anders würde vielleicht nicht frei, es war nicht locker, es war eigentlich für mich so ein bisschen Lebenslinien. Jede Phase im Leben hat ein Ende, einen Anfang und deswegen so konkret voneinander abgegrenzt. Und dann entstanden letztes Jahr auf der Sommerakademie in Neuburg, bin ich jedes Jahr, da bilde ich mich sozusagen weiter. Und da sind diese ganz freien, geschütteten Arbeiten entstanden. Und ich hänge sie so absichtlich diesen Gegensatz, dieses Gesetzliche, dieses Strenge, dieses Abgegrenzte und daneben einfach Acrylfarbe vermengt und dann geschüttet und so trocknen lassen. Man meint, das kann man jetzt gar nicht kontrollieren, das stimmt nicht. Man kann die Farbe etwas dicker ansetzen, dann kann man eine Form schütten. Oder man setzt es ganz durch und will Wut ausdrücken oder etwas Impulsives und kann es freischütten. Ich habe dann immer geometrische Formen noch reingesetzt, weil ja, jede Freiheit hat auch eine Begrenzung. Man kann nicht den ganzen Tag sozusagen
leben, wie man will. Man hat so morgens, mittags, abends so etwas, was das Ganze hält. Also nur Freiheit ist vielleicht dann auch zu viel, deswegen diese geometrische Form, die das Ganze abrunden und halten. Immer so schön und nicht hässlich. Mach doch einfach mal so. Und ja, das möchte ich auch in den Malkursen jedem weitergeben, einfach einmal rauszulassen. Es muss nicht ein perfektes Bild sein, es muss nicht schön sein. Ich habe jetzt 3 Termine, das ist immer einen ganzen Samstag malen, von 9 bis 18 Uhr. Und schön abgelegen, so, man kann sich nicht ablenken, man kann nicht weg. Man muss einfach sich über einen Tag mit einem Bild oder 2 Bildern auseinandersetzen, um das zu Papier bringen, was man gerne möchte. Ja, mein Sohn Martin hat gesagt, ja, was willst du lange reden? Das ist Kunst, sehen Sie sich an. Er ist der Pragmatische.